Ja, hallo liebe Freunde, liebe Fans. Wir machen heute ein Oldschool-Video mit dem jungen Profi Luca Rege hier bei uns in der Fitnesswerkstatt. Und ja, seid gespannt. Mein Name ist Luca Reger. Ich bin vor 3, 4 Monaten zusammen mit dir Profi geworden in der Classic Physik. Arbeite jetzt seit ziemlich genau 2 Jahren mit Roland zusammen, seit Anfang 2022. Genau, Und weißt du noch, am 31.12. warst du hier. ja, genau. Ein Tag, genau, am Silvester noch, Ganz ne? genau. Da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern, weil der Luca war schon so heiß, ne? Der wollte unbedingt schon zu mir kommen. Und ich habe gesagt, ne, am 31. ist doch gar kein Problem, kommst du. Wenn du so heiß bist, dann fangen sie das Jahr gerade richtig anfangen. Und dann, wie gesagt, am 31.12. Vor ja, jetzt ein bisschen mehr wie 2 Jahre war der da. Und am 1.1. haben wir dann richtig Gas gegeben. Und ja, nach knapp ein und dreiviertel Jahr Ja, bist du Profi geworden, ne? genau, Ja. genau. Ja, heute machen wir, wie gesagt, Big Back, oder? Ganz genau. Fucking Big Back. Wir machen einen brutalen Rücken. Der Rücken muss aussehen wie so zwei, was? Ich kenne es nur wie so Schildkröten oder so. Ja, Schildkröte, die Oder Meeresschildkröten, sowas. ne? Ja, Ja, so ein Buckel quasi, wie so die 300 Kilo oder wie viel die wiegen sogar mehr, glaube ich. Keine Ne? Ahnung. Wie so eine Meeresschildkröte. Ja, der Latz, der Rücken, der muss einfach so runtergehen, aus der Unterhose anfangen und runterhängen. Ne? Wie so eine, wie gesagt, die Meeresschildkröte, die großen halt. Ne? Also ich habe heute ein bisschen ja, schlecht geschlafen und war gestern Abend noch mal essen, bin etwas schlapp. Und da ich trotzdem heute nicht mittrainiere, mache ich mir einen Booster hier rein von GN Inflection, Narkotika Inflection, den baller ich mir jetzt rein, damit ich den Luca richtig fertig machen kann, gell? Ganz genau. Also, ich mache leider nur ein Scoop, weil ich nicht mitmache. Ansonsten würde ich dann zwei mehr reinmachen, ne? Was normal richtig ist, ne? Sieht schon gefährlich aus, gell? So, jawohl, dann geht's jetzt los. So, dann fangen wir mal an mit dem Lachziehen von vorne, also mit dem breiten Griff, ne? Oldschool. Dick, breit und ja, hart gerändelt, also richtig, hat einen sehr guten Griff. Das ist auch meine Favorite-Übung immer, so zum Anfang. Die ist geil, oder? Das ist geil. Die ist brutal, ja. Also die, früher, ich habe die immer zuerst gemacht, ne? Ja, mach Das ich war auch immer die erste manchmal. Übung bei mir, Ja. immer. Bloß nicht so ziehen, gell? So. Und schön auf den Bauch, gell? Machen wir erstmal so einen Aufwärmsatz, ne? Ja, klar. Zwei Aufwärmsätze und dann legen wir los. Jawohl. Ja. Mal schauen, ob die noch durchhalten. Wie? Die fast zerrissen mal. Bin kaputt, neue ne? kaufen. Ist schon fast kaputt, ne? Ja. Wir haben jetzt 30 Kilo gemacht, zum Warmmachen 40. Jetzt machen wir 60. Okay. Und ja, jetzt vielleicht schätze ich so 20 Wiederholungen. Okay. Und da packen wir erstmal richtiges Gewicht, dass der Muskel richtig schön warm wird. Ne? Ja, passt. Gerade beim Latten, ne? Das ist gefährlich. Ja. Ja. 12. 13. 14. 15. 16. Und zieh richtig runter. 17. 18. 19. Und eine. Das reicht. Jawohl. Jetzt machen wir nicht 80, sondern wir machen 70. Okay. Ja. Und dann steigen wir nochmal, ne? Und komm. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ja. Die ersten waren super sauber, ne? Ja. Und zum Schluss kann man ein bisschen abfälschen, ne? Klar, der Arm kann noch dicker werden. Gerade in der Sidechest zum Beispiel, ne? Bei der Sidechest. Ja. Bei der Sidechest sieht der klein aus, ja. ne? Aber beim Doppelbizeps sieht er gut aus. Der Brachialis muss hier noch ein bisschen Besser dicker werden. Unterteilt. Genau, unterteilt quasi, genau. Mehr Qualität quasi ja. beim Doppelbizeps. Aber das kommt schon. Ja, klar. 9, 10, 11, 12, 13, noch zwei. Jawohl, super. Was glaubst du, warum ich mit 60 angefangen habe, gell? 60, schön aufpumpen, ja. Genau, schön aufpumpen und der Muskel, dass er nicht, also quasi Vorsichtsmaßnahmen, ne? Sich dran gewöhnt, auch ja. Belastung. 60, 70, okay. 80, jetzt machen wir 90. Das ist noch 90, okay. Und jetzt machen wir Dropsatz. Ah, scheiße, wir machen 100 heute, komm. Aber wir machen jetzt so, hör mal, wir machen jetzt 100, ja. Dann gehen wir runter auf 75 okay. und dann gehen wir runter auf 50. So, da bin ich mal gespannt, was jetzt abgeht. Ja, ich habe jetzt schon so einen Unterarmpump, ach du Scheiße. Ja, sind da wie Popeye schon langsam, guck mal. Da, was ist denn da los hier? Das, und die Haut wie Pergamentpapier. Ne?
Ja, und er ist in der Offseason, ne? Und wiegt jetzt 100, was, 110 oder was hast du jetzt? 109. Ja. 109, 109 nüchtern. 109. Ich bin noch zwei Tage, dann habe ich 110. Und Wettkampf, da, Wettkampf darf er wiegen 106,1, ne? Ja. Der Luca? Ja. Ja, habe ich mal. 106,1. Ja, ja, wir packen noch 5 Kilo drauf jetzt. Mindestens. Ja, 5, 6. Ich würde sagen, 115 wäre gutes Gewicht, wenn wir Wettkampf 106 bringen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eine. Reicht, das reicht. Sonst wird es zu viel, zu ungenau, weißt du? 1, 2, 3, komm, 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 4, 5, 6, noch 2, 7, eine. Jawohl. Jetzt machen wir die Hälfte. 50, Moment. Wo sind wir da? Jawohl. Jetzt aber ohne Schaukeln. Jetzt schön aus dem Blatt raus. Ohne abzufälschen. 2. Komm, komm. 3. Merkst du was? Wahnsinn, gell? Wahnsinn. 4. Noch 4. Komm. Ohne reißen. Ohne reißen. Und noch 2. Ohne reißen. Und noch eine. Und jetzt noch 4 mit reißen. 1. 2. 3. 4. Was sagst du? Ist ja nichts mehr. Hä? Ist ja gar nichts mehr. Hä? Lightweight, Baby, hä? Ja. Hä? Coleman, sein Spruch hier. 16. 17. 18. Noch 2. 19. Und jetzt dehnen ein bisschen. Ja. So nach unten, ein bisschen wippen. Und so nach links, nach rechts, so ein bisschen aufmachen. Alter, der reißt gleich weg. Hä? Der reißt gleich weg, ey. Brutal, oder? Ich hör's, ich dachte, der reißt auch. Hast du schon Angst gehabt, wenn du das so, guck mal. Okay. Wenn du das jetzt so gemacht hättest, der, gell? Das, ne? Der wäre abgerissen, ich sag's dir. Der ist so voll. Ciao, mach's gut, ciao. Ich weiß gar nicht, warum ich heute so einen guten Pump habe. Ich glaube, weil ich gestern Abend Burger essen war. Gestern Cheatmeal gehabt? Gestern Abend habe ich einen Burger gegessen, nice. Aber das liegt, glaube ich, hier an der Luft, hier das in der Fitnesswerkstatt. Weißt du, was ich meine? Das kann auch sein. So, dann machen wir mal 5 Kilo mehr, oder? Geh mal immer höher. Also hier machen wir eine kleine Steigerung, weil hast du ja gesehen, der Latt eben, ne? 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Noch 2. Eine. Jawohl. Und schön dehnen, wippen ein bisschen. Wenn ich da wippe, der reißt weg. Ja, ja, dann pass auf hier. Also, ich weiß nicht, was da heute los ist. Ich habe so einen Punkt. Leute, irgendwas stimmt hier an der Luft nicht. Ich glaube auch. Der Luca explodiert. Hat den schlimmsten Punkt, oder was ist das Schlimmste? Das war auch geil. Ja. Das war echt dieses Jahr nach der Saison. Ich dann mal wieder ein bisschen was gegessen hatte. Ich habe Rücken trainiert. Und ohne Witz, ich hatte das Gefühl, dass ich vom Gleichgewicht mich nach vorne lehnen muss, weil er sich so schwer angefühlt hat, ich dachte, mich haut's nach hinten um. Also, das hatte ich noch nie in meinem Leben. Wahnsinn, ne? Das hat sich angefühlt, als würde es mich nach hinten ziehen, weil es so voll war. Ja, der Muskel. Ja. Hat einfach so zusammengezogen, ne? Aber heute ist auch geil. Man sieht genau, wie du aufgehst. Wie ein Hefekloß. Aber darum geht's doch hier im Bodybuilding, ne? Also, nicht die schwersten Gewichte, weil wir haben gerade die 45 Kilo. Ich leiste das Gewicht jetzt, sonst musst du zu viel rumreißen. Ja. Das langt, das Gewicht. 13. 14, 15, 16, 17, 18, noch 2 und eine. Jawohl. Und brutal, oder? Das ist schlimm heute. Das ist echt die Luft hier, ich weiß es nicht. Diese Motivation quasi, die ist so stark, das treibt so an. Deswegen passiert das genau das, was jetzt passiert, ne? Ja, echt geil. Jetzt machen wir einen Dropsatz. 5, brutal. 6, 7, 8, 9, 10, noch 2 und eine. Jawohl, gut. Jawohl, jetzt haben wir 60. Ach, machen wir 45. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. 10. Jawohl, jetzt machen wir 30, die Hälfte. 2. Jawohl. 3. Und schön runter. 4. Warte mal kurz. Lass mal ab. Jetzt machen wir die 20 nochmal schön. Und schön mit Gefühl. Genau. Komm, noch 3. Ich helfe dir. Ohne Schwung. Noch 2. Und schön aus dem Lat. Lat. Und eine, komm. Und noch 3. Hopp. Eine. Hopp. Jawohl. Da läuft der Scheiß, hä? Von Überziehen. Von Überziegen, ja. Was nochmal. Weißt du, ich meine? Das sind jetzt gar Kniebeuge oder was? Weißt du, ich meine? Ich zieh mir mal Gürtel an bei Ruder. Ja. Übungen. Trink mal einen Schluck. Hast du dann ein bisschen längere Pause und dann gehen wir weiter Vollgas. Ja. Jetzt, wie gesagt, jetzt haben wir schön die Breite gemacht für den Rücken. Also, dann haben wir den Lat gedehnt. Und jetzt machen wir schön für die Tiefe was. Ja, die Rudermaschine oder so können wir da noch machen. Welche? Die ist geil, oder? Die von Gym 80. Die können wir auch noch machen. Aber ich würde eine andere noch dazwischen machen und dann zum Schluss nochmal die Rudermaschine. Also. Als fünfte Übung. So ein Dropsatz denke ich mir auch immer. Na okay, ist eigentlich jeder Aufbau gleich. Ganz ehrlich, wenn du sowas einbaust und intensiv trainierst, dann kann man auch gar nicht fett werden. Das kannst du ja gar nicht. Guck mal, wie du schon schwitzt hier. Wenn du so Sachen einbaust, Alter, was du da deinen Stoffwechsel antreibst, wie viele Kalorien du da verbrennst. Ja. Ich glaube, so Leute, die so richtig fett in der Offseason werden, trainieren dann auch einfach nicht hart. Die gehen nicht über die Grenzen hinaus. 10. 11. 12. 13. Komm. 14. 15. 16. 17. 18, 19, eine. Jawohl. Sehr schön. So, dann machen wir mal 70 jetzt. 14, 15, komm. 16, 17, noch 3. 18, 19, 20. Jawohl, passt. Okay. Normal, viele denken, 20 Wiederholungen sind zu viel, das ist totaler Quatsch. Ne? Wieso soll er bei 12 aufhören, wenn er auch 20 machen kann? Und ich sage immer, Wiederholungszahlen würde ich sagen, zwischen 8 und 20 zu machen, ne? Das ist gut. Alles, was drunter, was drüber ist, finde ich jetzt nicht so gut. Außer wenn man jetzt Kraft aufbauen will, dann kann man auch 3er Wiederholung machen oder so, Einzelwiederholung. Aber im Bodybuilding braucht man das nicht. Und deswegen, jetzt erhöhen wir wieder das Gewicht um 10 Kilo und dann schauen wir, was dann geht. Ne? 1, 2, 3. Komm. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Noch 2. Eine. Das reicht. Man könnte jetzt noch mehr machen, aber dann ist es kein Rückentraining mehr. Weißt du, was ich meine? Weil das ist zu viel rumreißen. Ne? Jetzt haben wir 60, 70, 80 gemacht. Jetzt machen wir den Dropsatz wieder, aber da packen wir 100 Kilo drauf. Ne? Gucken wir, wie viel Wiederholung geht. Ne? Muskel ist jetzt warm, kann jetzt nichts passieren. Bloß nicht rumreißen. Ja. Und dann gehen wir von 100 runter auf 75 und dann 50 wieder. Ja. Ne? 6. 7. Komm. 8. 9. 10. 11. Jawohl, sehr schön. Brutal, Wahnsinn. So, 70. 2. 3. 4. Jetzt nochmal. Jawohl. Ja, ich habe mir schon gedacht jetzt. 3. 4. 5. 6. 7, noch 3. 8. 9. 10. Jawohl. Hier, deine Finger, weißt du, wie die jetzt ausgesehen haben? Wie T-Rex. Weißt du, hast du das so? Ja, die waren wie T-Rex. Also quasi so, die waren total verkrüppelt. Ne? Du konntest nichts mehr halten. Ne? Nee, ich hab's gesehen gerade. Ne? Ja. Zack, zack, zack. 1, 2, 3 haben wir jetzt. Zum Schluss machen wir nochmal Rudern. Enge Griff von oben, so Untergriff. Den da. Ja. Nehmen wir hier. Well, geil. Das ist ja super. 13. 14. 15. 16. 17. Wahnsinn.
18. 19, eine. Wahnsinn. Hammer. Wenn du siehst, da denkst du, der macht so 10 Wiederholungen oder 12 höchstens, ne? Dann macht er 20, ne? 8. 9. 10. 11. 12. Noch 3. Und noch 2. Und eine. Jawohl. Man muss halt auch wissen, wann man aufhört, zum Beispiel bei jetzt, wie jetzt eben gerade gesehen, weil er hätte noch 5 machen können. Ne? Aber das wäre, wie gesagt, wie vorhin schon gesagt wurde, kein Rückentraining mehr. Dann kann man nur noch rumschaukeln, aus dem Bizeps ziehen und sowas. Deswegen, wenn man sieht, dass der Lat nicht mehr kann, einfach aufhören und nicht versuchen, dann nochmal mit Wippen, mit allen möglichen, nochmal 5 Wiederholungen rauszuquälen und dabei nur den Bizeps zu benutzen. 7. 8, 9, 10, 11, komm, 12, langt, komm. Jetzt bist du schon gut tot, ne? Ja. Jetzt machen wir noch einen Dropsatz und dann da ein bisschen durchpumpen. Ich finde, so soll es auch sein, dass ungefähr so vor der letzten Übung schon echt tot ist. Ja. Und letzte Übung dann halt. Nur noch ein bisschen durchpumpen, so ein bisschen, ja. Finisher-mäßig so. Also passt das Gewicht da schon hängen? Ja, ja, 100. Okay. Ein paar Wiederholungen nur, aber nicht reißen. Wegen Bizeps aufpassen. Egal wie viel Wiederholung. Ich muss dich mal zusammenreißen, wenn ich allein trainiere, ich reiße immer alles weg. Ja, ja, pass auf, ne? Vielleicht also, macht es Spaß, so den ganzen Block dranhängen, noch ein paar Scheiben und dann einfach rum. Aber diese gerissene Bewegung, die sind gefährlich, ne? Ich wollte gerade sagen, es gerade bei schwerem Gewicht. Aber ich weiß nicht, es hört sich blöd an. Servus. Aber ich muss sagen, ich spüre das voll gut, so Latzin auch mit Reißen. Mhm. Also ich spüre das schon. Ja. Man muss halt natürlich nur aufpassen, wie du sagst, dass es nicht auf einmal auf dem Bizeps die Last ist. Genau. Am schlimmsten sind diese Bewegung, ruckartig, weißt du? So. Ja, und dann mit viel Gewicht. Ja. 7, 8, 9, 10, 2, 1. Jawohl. Sehr schön. 100 und dann gehen wir mal auf 70. 5, 3 noch. 6, 7, 8. Jawohl. Hoppa. Jetzt machen wir die Hälfte. Eins, zwei, drei. Warte mal, ich mache leichte. Geht. Geht? Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Jawohl. Eine Übung noch ein bisschen durchpumpen, ein bisschen die Tiefe. Schön rein. Genau. Du willst nur mal bestätigt haben, gell? Ja, das ja, aber nee, ich sag mal so. Ist auch richtig ich so. Ich finde, man hat ja selber kein gutes Selbstbild irgendwann. Hast du nicht. Ich sehe mich jeden Tag. Du siehst dich jeden Tag. Ich sehe das wirklich nicht. Dann siehst du es nicht. Aber ist auch du besser. Du hast mich jetzt 5 Wochen nicht gesehen. Ja. Deshalb frage ich da schon gern. Ja, ja, klar. Deswegen bin ich ja auch da, weißt du, was ich meine? Schaut doch jeden Tag gleich aus für mich seit, ja, klar, seit 10 Jahren. Du siehst dich ja jeden Tag. Da siehst du den Unterschied nicht, aber läuft echt gut. Ja. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Eine. Jawohl. Wie gesagt, das nächste Mal, wenn du kommst, bringst du einen Stift mit, ne? Ja. Und dann tun wir eine schöne Widmung drauf mit Datum von damals, wo das in Mailand stattgefunden hat, ne? Dass wir dann wissen, wann das gewesen dann ist. Dann machen wir noch mal ein Bild zusammen auf der Olympiabühne. Genau. Jawohl. Das dauert noch. Jawohl. Das sind alles deine Athleten, oder? Hast du alle vorbereitet? Ja, es sind viel mehr. Das ist nicht mal. Das ja, aber ich meine, die hast du alle vorbereitet, oder? Ja, ja, alle, ja. Die sind alle von dir. Ja, ja, aber das sind viel mehr. Also viel mehr. Das ist ja geil. Es gibt im ganzen Studio so eine Geschichte, weißt du, ich meine? Ja. So was Persönliches. Ja. Das ist cool. 11, 12, 13, 14, 15, geht, 16, 17, 18, 19, eine, jawohl, Wahnsinn. Ich muss schon die ganze Zeit meine Unterarme ausschütteln, ne?
Ja, brutal, ne? Aber 5 Übungen mit Drop und so, das ist schon anständig, ne? Also, das ist brutal. Das ist echt brutal. Ja. Wenn du überlegst, beim Dropsatz hast du eigentlich 3 Sätze, ne, hintereinander. Da kommen wir eigentlich auf 30 Ohne Sätze. Pause, ja. Und kurze Pausen, ne? 6. 7. 8. 9. 10. Und jetzt 10 schnelle. 1 schnelle, 10 schnelle. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10, jawohl. Also Pump ist noch da, haben wir alles richtig gemacht. Jetzt kommt es zum letzten Satz von 5 Übungen. Und dann immer gedroppt quasi. 5 Übungen, 4 Sätze mit Dropsatz. Ja, mit dem Dropsatz sind es eigentlich dann 6 Sätze. Aber den Dropsatz zählen wir auch als Einsatz. Ne? Und ja, also das reicht. Wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. 5. 6, 7, 8, 9, 1, 10, gut, 2, 3, 4, 5, ja Wahnsinn, 4, 5, 6, 7, komm, 8, 9, 10, jawohl. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, komm, 8, 9, 10. Und jetzt pumpen. 1, 2, 3, 4, noch 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jawohl. Sehr gut. Fertig. Jawohl. Das reicht für heute. So, jetzt, liebe Freunde, liebe Fans, jetzt haben wir das Oldschool-Rückentraining durchgeballert mit dem Luca Rege. Bei uns hier in der Fitnesswerkstatt, Luca hat richtig Gas gegeben. Also Wahnsinn, wie der kämpft, wie der gebissen hat heute. Also dann sieht man genau diesen Erfolg und dann weiß man auch heute, warum er jetzt so aussieht. Ne? Und wenn euch das Rückentraining gefallen hat, kommentieren, abonnieren und da werden wir in Zukunft noch viel mehr für euch machen. Vielen Dank. Ja, also Training war echt top. Danke dir nochmal. Gerne, Luca. Und wir machen jetzt noch einen Formcheck zusammen. Wir haben gerade eben schon mal kurz ein Planbesprechen gemacht, der hat schon mal kurz drüber geschaut, aber wenn ihr auch noch gleich aktuelle Form anschauen wollt, seit 2 Wochen läuft die Offseason, dann abonniert auf jeden Fall seinen Kanal, weil das nächste Video, denke ich mal, kommt der Formcheck. Auf jeden Fall. Wo er ein bisschen drüber schaut, ein bisschen bewertet, also macht. Ja, und Luca seinen Kanal auch auf jeden Fall abonnieren, das ist ein sehr bodenständiger junger Mann und der eine sehr große Zukunft hat. Ne? Danke dir. Also. Ja, gerne.